Hallo und willkommen zurück bei der Netnight Train Company. Beim letzten Mal haben wir hier in Bad Kiel einen Bahnhof errichtet, haben das Ganze schön durch dieses Gebirge gejagt und hier hinten einmal angeschlossen, so dass wir auch Rüsselsfeld mit einem Bahnhof versorgt haben. Da fahren die Züge dann entsprechend erstmal durch und das Ganze landet dann später hier oben in der Ölraffinerie. Aber bevor wir das Öl dort rüber transportieren, brauchen wir erst noch einen Hafen und natürlich dann den passenden Zug. Beim letzten Mal hatte ich hier ein Depot gebaut, bis mir dann aufgefallen ist, das Depot wird hier gar nicht angeschlossen. Das wird hier blockiert durch das Signal, von daher ist es nutzlos. Ich habe es hier rüber verlegt. Dann wollen wir mal schauen. Also als erstes brauchen wir natürlich den Hafen. Den wollen wir wieder anbinden an den bestehenden Bahnhof. Darum machen wir das einmal mit der Steuerungstaste und bauen das einmal so. Als nächstes brauchen wir eine Werft. Die setzen wir vielleicht einfach dorthin. Und jetzt brauchen wir hier zwei Schiffe, zwei Öltanker. Eins, zwei, wunderbar. So, die laden wir hier voll und da dürfen die einmal umgeladen werden. Das wäre der erste. Und das wäre der zweite. Oh, ihr sollt nochmal Pause entfernen. So. So, einmal vollladen. Einmal umladen. Dann darf auch das zweite Schiff los. Gut, das ist entsprechend jetzt gesetzt. Wir haben hier 117.000, dort 88.000. Ja, auch das dürfte sich im Laufe der Zeit mal noch etwas verbessern. So, und jetzt holen wir uns den Zug, den wir brauchen. Ich denke mal, ein Öltanker. Also ein Ölzug. Ein Öltankzug sollte erstmal ausreichen. Einmal nach Bad Kiel-Waldrand und dann hoch nach Brunsmund-Waldrand. So, damit ist auch das angeschlossen. Theoretisch können wir hier noch Passagiere transportieren. Das lassen wir aber an der Stelle erstmal. Hier, bei Rüsselsfeld, da könnten wir überlegen, ob wir dort zumindest einmal Passagiere dann auch hinschicken. Dann lass uns das doch direkt einfach mal tun. Also, wir brauchen einen Zug. Nimmt der auch Post an? Ja, macht er. Gut. Dann darf er das tun. Also einmal nach Rüsselsfeld und wohin fahren wir denn mit euch? Kulmfeld könnten wir machen. Kiesheim. Ich glaube, wir lassen mal die... Vielleicht kriegen wir hier nochmal so eine Metropolregion raus. Dann schicken wir die einfach mal. Ah, wir kriegen einen neuen Zug. SH40. Da können wir gleich mal reinschauen. Den würde ich auch sagen, den nehmen wir. 177 Kilometer pro Stunde. Schauen wir uns gleich mal im Vergleich nochmal an. So, weiter geht's. Also, wir haben gesagt, wir schicken die hier hin. Damit das weiter wächst. Gut. Das haben wir gemacht. Wir haben auch das erfolgreich angeschlossen. Hier klappt das, glaube ich, auch ganz gut mit dem Öl. Da ist sogar einiges an Öl. Da verlieren wir wahrscheinlich schon wieder, bis der zurück ist. Ich denke, da sollten wir direkt gleich nochmal einen weiteren Zug hinschicken. Das ist der nicht. Der ist es. Gut.
Dann kopieren wir uns den einmal. Und schicken den los. Der müsste ja jetzt den gleichen, mal kurz gucken, gleichen Plan haben. Genau, das passt. Denn sonst kriegen wir das ja nie weg. Hier fehlt auch noch ein Signal, sehe ich gerade. Da muss man ein bisschen beobachten. Das Ganze, ob das auch so entsprechend bleibt. Ob wir da runterkommen. Von den 2,8 Millionen. Jetzt sind wir bei 2,9. Ah. Ich fürchte fast, wir können hier noch einen dritten Zug holen. Und sonst können wir immer noch hingehen und später mal einen Zug wieder rausnehmen, wenn wir den dann doch nicht brauchen. So, jetzt nochmal hier gucken, wie sieht es hier denn auch aus? Ja, das zieht sich jetzt hier ein bisschen. Da ist doch einiges an Warenkisten, die wir produzieren, die wir nicht abholen. Aber das ist, glaube ich, noch nicht so viel wie mit dem Öl. Ja, und das müssen wir definitiv noch anpassen. Denn wir haben hier im Prinzip auch schon mal ganz gerne einen Stau. Vielleicht sollten wir hier einfach gucken, dass wir das einmal runterziehen und hier rüber. So, dass die Züge, die nicht hier nach Osten müssen, sondern nach Westen, dann einen schnelleren Weg rauskriegen. Ich denke, das sollten wir jetzt das erste Mal tun. Das ein bisschen entlastet. Dann ist das fast schon überflüssig. Aber wir lassen das jetzt mal. Wobei klar, wenn die hier im Depot sind, gut, wir müssten hier noch eine Verbindung rübersetzen. Passt das? Das geht, ja. Dann können die da auch raus, wenn die da im Depot waren. Oder wir setzen einfach noch auf die andere Seite auch noch eins. Aber wir hatten ja gesagt, dass wir das im Prinzip ein bisschen auch benutzen, um hier eine Umgehung zu haben. Wenn hier einer gerade rausfährt, er könnte das hier blockieren. Müssen wir beobachten. Wenn es zu viel wird, bauen wir da um. So, da kommen wir schon ein bisschen runter bei 2 Millionen.
Liter Öl, die wir gerade liegen haben. So, was hatten wir denn doch auf dem Plan? Wir wollten, glaube ich, hier noch. Genau, da hatten wir noch mal ein Eisenerzbergwerk. Wie sieht es denn überhaupt mit Stahl aus? Da ist ein bisschen was. Ja, wenn wir das mit anschließen, dürften wir eigentlich auch problemlos einen zweiten Zug dort platzieren können. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das anbinden. Wir könnten das theoretisch so anschließen, dass wir einen etwas größeren Bahnhof nehmen. Wir brauchen Neustralsund nicht unbedingt. Aber wenn wir hier so einen Bahnhof anbinden, vielleicht mit 4, könnten wir auch direkt hier was mitnehmen. Hier nämlich vom Bauernhof. Den können wir direkt mit anschließen. So. Das schicken wir wieder unter der Linie durch. Halt, das machen wir gleich erst. Ja, jetzt ist hier das ein bisschen im Weg, aber wir können ja da dran vorbei. Das können wir so legen. So, halt nicht dorthin die Transparenzeinstellung. Dann sehen wir das wieder ein bisschen besser. So, hier bräuchten wir im Prinzip direkt 3, denn wir können hier Getreide, Vieh und Eisenerz holen. Fangen wir mal mit dem Eisenerz an. Und das fährt von hier nach dorthin. So, und jetzt brauchen wir nochmal 2 Züge. Und den kopieren wir direkt, damit die gleichen Fahrpläne haben. So. So ein bisschen tricksen. Da sind wir auf 7. So, und jetzt brauchen wir noch Getreide. Gut, einmal kurz schauen. Wenn ich den jetzt entsprechend setze, dass der das hier abholen soll.
Und dann nach oben zur Fabrik. Dort alles entladen. Okay. Der müsste den gleichen Plan haben. So, 81 und 72. Das wird ein bisschen dauern. Dann hätten wir das auch angeschlossen. So, wir haben hier noch ein bisschen was an Signalen offen. Gut, gucken wir mal, was wir denn hier noch finden können. Das haben wir ja schon angeschlossen. Hier ist jetzt erstmal noch nichts. Ja, ich überlege immer noch, wie ich das hier am geschicktesten hier hochkriege. Könnten auch hier so ein paar Brücken setzen, dass wir da über die Brücken fahren. Weil das hier so ein bisschen eng wird oder wir bauen hier ein bisschen. Wir nehmen da ein bisschen Wasser weg, das geht natürlich auch. Denn die Idee ist, dass wir hier nach Norden hochfahren und dann nach Osten rüberziehen, hier lang. Und im Prinzip bis hierhin und hier nach Süden nochmal runter, um uns hier anzuschließen. Dann müsste man halt nur gegebenenfalls überlegen, weil ja hier diese Waren auch diesen Weg oben lang nehmen könnten, dass wir hier nochmal eine Möglichkeit schaffen, auch in die andere Richtung rauszufahren. Das geht ja jetzt aktuell noch nicht. Oder auch über die Richtung reinzukommen. Oder sie nehmen halt einfach den Umweg. Zumindest für den Anfang. Okay, bauen wir erstmal die Linie dort nach oben weiter. Einmal nach Norden. Wollen wir hier über die Straße? Ah, ich denke mal, wir machen die erstmal nochmal einen Schlenker. Solange wir nicht über Straßen fahren müssen, brauchen wir das nicht zwingend. So, und wir müssen hier hinten dann gleich lang. So, einmal am Stadion vorbei. Das wird zu kurz. Machen wir das dann so. So dürfte man nicht allzu viel verlieren. Ist natürlich so ein bisschen umständlich. Aber man hätte auch mit einem Tunnel darunter durchfahren können.
So, und hier könnte man ja noch mal hingehen und ein Transmogrified aufbauen. Aber andersrum. So. So, die Brücke nicht vergessen. Glaube, dann haben wir das so weit erstmal aufgebaut. Bis auf die Signale. Ich nehme jetzt noch mal einmal die Brücken visuell raus. So. Da rein, da raus. So. Das passt. Ich glaube, wir haben soweit alles gesetzt. Wir können hier durch. Wir können hier rüber. Oder hier über die Brücke. Von der Seite hier rein. Dort. Beziehungsweise über die Brücke hoch. Das klappt. Das klappt. Aber was habe ich denn hier gemacht? So rum müssen die. So, die fahren hier hoch. Der könnte hier lang fahren. Der könnte auch hier rüber. Oder fährt hier. Doch, ich glaube, das passt soweit. Gut. Haben wir das erledigt? Dann können wir jetzt hier weiterfahren nach West. Nein, nach Osten. So. Ein bisschen landschaftlich schöne Strecke am Wasser lang vielleicht. Ich glaube, das passt. Da kommen wir dran vorbei an dem Stahlwalzwerk.
So, und bis hier drüben müssen wir. Ich glaube, hier bauen wir mal einen Tunnel hin. Da machen wir keine Brücke, da machen wir einen Tunnel. So. Das hätten wir, dann können wir den nach oben verlängern. Vielleicht setzen wir auch da noch einen Tunnel. Machen wir das heute mal so. Der wird ein bisschen länger. Ach, da haben wir uns aber kräftig verbaut. Gut. Frage ist, wollen wir das entsprechend anbinden? Würde sagen, wir setzen hier erstmal nur einen einfachen Roundabout. Das reicht, glaube ich, erstmal. Ja, und bei Bedarf müssen wir hier halt noch mal ein bisschen das Ganze umbauen. Signale brauchen wir noch. So, hier drin setze ich absichtlich keine, dass die hier nicht sich irgendwie blockieren. Wo sind wir denn? Ach, 55 Millionen. Da kommt so langsam einiges auf das Konto.
Da ist doch einiges an Strecke geworden. Gut, damit haben wir hier im Prinzip unsere Umgehung. Na, hier fehlt natürlich noch was. Das machen wir noch schnell fertig, bevor wir hier für heute die Folge beenden. Das muss das schon sein. Das muss ordentlich sein. So, aber jetzt. Okay, gut, damit haben wir hier eine weitere Umgehungsstrecke gebaut. Da können wir beim nächsten Mal gucken, wenn wir da Züge langfahren, ob wir hier noch entsprechend dann so einen Wegpunkt einbauen, damit die auf jeden Fall hier hinten langfahren. Das würde nämlich noch für das eine oder andere dann bedeuten, dass sie vielleicht etwas schneller oder ja, mit weniger Stau unterwegs sind. Gut, dann beenden wir die Folge hier mit einem Blick auf Neustralshorst mit dem ersten Bauernhof, den wir angeschlossen haben, und der Eisenerzmine. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!